Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack 7. Wir befinden uns hier am zerstörten Dschungel. Irgendwo ist er. Da, also ich sehe ihn nicht. Da ist der zerstörte Dschungel. Wir befinden uns hier am zerstörten Dschungel. Baumhaus kaputt, viele Bäume kaputt, viele Dekoblöcke kaputt. Alles kaputt. Pepe Guy lebt aber noch und das ist das Wichtigste. Auch unsere Notenblöcke sind auch alle erhalten. Aber das Baumhaus sieht irgendwie ein bisschen leer aus. Ich meine, ich stehe gerade auf dem Tisch und wenn ich jetzt vom Tisch runtergehe. Ich bin kein Baumhaus-Experte, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ein Baumhaus nicht so aussehen sollte. Bin jetzt kein Experte. Ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ist das ein vernünftiges Baumhaus? Ich weiß nicht. Jedenfalls werden wir heute das Baumhaus in alter Frische aufbauen. Wir werden hier einige neue Bäume pflanzen. Ich werde dafür einiges an Blättern farmen müssen, weil zwei dieser Bäume, die zu replacen sind, muss ich leider per Hand placen wahrscheinlich. Also einmal den hier. Obwohl, den müsste ich glauben. Also er muss halt hoch genug werden. Das ist halt das Problem. Er muss halt mindestens hoch genug werden, sodass man hier noch vernünftig hochlaufen kann. Das heißt, wahrscheinlich diesen Baum, der hier stammt, und den Baum, der ja hier stand, die muss ich per Hand setzen, weil ich nicht will, dass hier irgendwie Blätter dann irgendwie durchwurbeln oder so. Ja, und hier dieser ganze Weg. Oh, guck mal, bis hier unten hat es sich gezogen teilweise. Ja, das hier unten will ich auch alles ersetzen müssen. Hier muss ich viel neu machen. Aber viel mehr Schaden wird auch an euch angerichtet. Das heißt, das packen wir alles easy peasy in einer Folge. Und ich würde sagen, Schritt Nummer 1 ist tatsächlich Saplings farmen. Weil wir haben kaum noch Dschungel-Saplings. Das ist immer so das Problem. Und deswegen gehen wir jetzt hin und holen uns Saplings aus unserer Base. Und nee, Moment mal, wir holen uns doch die paar Saplings, die wir haben, holen wir aus unserer Base und damit farmen wir dann neue Saplings. Doch, war richtig, okay. Dann mache ich das jetzt mal. Wir fangen einfach mal an und placen überall da, wo so ein Baumstamm war, einfach wieder ein Sapling und böllern den voll. Also ich habe jetzt viel gefarmt und ich hoffe einfach mal, dass das am Ende einfach nur wieder wie ein Dschungel hier aussieht. Wir werden auch hier viele andere Sachen noch hinzufügen müssen. Keine Ahnung, warum ich generell so wenig fahre, aber hier ein paar Blätter drumherum, hier vielleicht noch ein paar Bambusstängel und so, ja, und ein paar andere Sachen noch. Aber jetzt heißt es erstmal die Bäume setzen, die hier vorher standen. Oh, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und ich denke mal, da drüben, wo wir gerade waren, da werden wir jetzt gleich nochmal hingehen. Okay, das könnte, glaube ich, wegen den beiden Bambusdinger da nicht funktionieren, aber die kann man hier kurz wegmachen. Dann haben wir auch wieder Bambus zum Placen. Ah, guck mal, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Da sehe ich mich doch. So, hier, die sind auch abgebrannt. Mann, wie viel Schaden dieser eine Blitz angerichtet hat, ne? Ich weiß doch gar nicht, wie lange das dauert, hier alles zu fixen. Wenn wir hier zu schnell mit fertig werden und die Folge noch Zeit hat, dann haben wir noch ganz viele andere Sachen, um die wir uns kümmern können. Es stehen nämlich noch einige Liste, eine Liste auf der Dinge. Hm? Nee, falsch rum. Einige Dinge auf der Liste, die grundsätzlich mal angegangen werden müssten. Ich glaube, er hat keinen Bock mehr. Oh, jetzt hat er Bock. Sehr gut. So. Ich glaube, hier sind wir schon good to go. Dann können wir vielleicht hier noch den einen oder anderen Bambusstängel noch hinzufügen. Ich habe jetzt keinerlei hier, wie heißt denn das nochmal? Blätter. Ich habe jetzt keinerlei Blätter gefarmt. Ich glaube, das müsste ich auch nochmal eben tun. Und hier können wir halt tatsächlich noch den einen oder anderen Bambusstängel hinsetzen. Ja. Bauen bitte. Digga, wie lange brauchst du denn, um so einen Stängel abzubauen? Und hier kann es, glaube ich, auch nochmal einen Baum geben, oder? Ich weiß nicht, ob ich am Anfang hier einen Baum hatte. Der Dschungel wird einfach schöner, als er vorher war. So. Das muss die Motivation sein. Wir bauen den Dschungel einfach noch schöner auf. Dann ist man auch gar nicht so traurig, dass alles kaputt ist. Ich bin schon ziemlich traurig. Aber dann ist man wenig, vielleicht so ein bisschen weniger traurig. Kann hier noch einer wachsen? Bitte. Gönn. Ja, vielleicht hier. Ups. Okay, er gönnt. Ja, guck mal, dann ist der Dschungel doch schon mal so ein bisschen wiederhergestellt wenigstens. Und so, so, da kann man hier auch noch was hinpacken. Und hier noch natürlich noch ein paar Gräser. Und wir müssen dann hier noch, hier Blätter. Und dann kann man hier vielleicht auch noch mal so ein bisschen Kürbis und so hinstellen hier in der Ecke. Keine Ahnung, warum hier vorher nichts war. Und dann sind wir, glaube ich, für die Ecke eigentlich schon mal ziemlich gut to go. Es geht noch schneller als gedacht. Gut, das Baumhaus wird länger dauern, da bin ich immer gespannt. Und hier dieses Ding müssen wir natürlich auch noch mal hochzimmern. Ich weiß gar nicht, wo genau hier dieser Baum stand. Möglicherweise hier. Das würde hiermit Sinn ergeben, hiermit Sinn ergeben, hiermit und hiermit. Ich glaube, hier stand der Baum. Ja, den bauen wir auch nochmal hoch und ich muss jetzt tatsächlich sowieso Blätter farmen. Ja, guck mal, das kommt doch hier sogar perfekt hin.
Ja. Ja, gut, dann fahren wir hier nochmal ein paar Blätter und bauen dann hier den Baum wieder auf. Wir müssen auch die Treppe wieder aufbauen, weil aktuell geht man so runter. Gut, man kommt tatsächlich schneller unten an, aber fällt auch ein bisschen durch. Also, dieser Test ist für mich, pass auf, durchgefallen. Lustiger Joke. Okay, wir machen mal weiter. Ich zeige euch gleich wieder. Wie komme ich hier raus eigentlich? Ich zeige euch gleich mal wieder einen kleinen. Wie heißt das? Fortschritt. Und guck mal, hier kann man rein. Warum kann man hier rein? Keine Ahnung. Ah ja, wir sind jetzt gerade mitten am Baumhausrenovierung. Pepe Guy guckt auch schon zu. Diese gesamte Strecke hier habe ich schon wieder neu gebaut. Sie ist nicht so wie früher. Es fehlen noch ein paar Lampen. Ich glaube, hier könnten auch Viecher spawnen. Natürlich fährt genau jetzt halbe Krankenwagenarmee vorbei. Nee, aber ansonsten haben wir das hier schon schön gemacht. Ich habe hier so einen kleinen Block aufgemacht. So, da kann man jetzt nicht mehr so easy durchgucken. Das fand ich sehr doof aus. Hier auch dafür gesorgt, dass so ein Ast hier rüberhängt. Ich glaube, so in der Art hatten wir das schon. Und dann ist hier das Baumhaus, an dem wir gerade arbeiten. Diese Balken hier unten habe ich genauso gemacht wie damals beim Original, sag ich mal. Und jetzt bin ich gerade drin, hier die Zwischenetage reinzuziehen. Also hier steht ja mein Bett. Und da, wo mein Bett stand, hatte ich halt auch hier so eine kleine Zwischenetage. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit die ging. Ich glaube, hier drinnen hatte ich auch die Blöcke. Aber ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Es gibt einige Sachen, die ich leider nicht mehr so genau weiß. Aber ich glaube, ich hatte das tatsächlich so hier drin. Wie das da vorne ist, weiß ich allerdings nicht. Ich glaube, ich hatte das auch so. Ja, keine Ahnung. Ja, das könnte doch sogar sein. War das so, das Baumhaus? Wirkt zumindest so wie... Oh, guck mal, es wirkt schon wieder wie früher. Vielleicht sogar, ich finde, keine Ahnung, ob es so früher auch war, aber ich finde, so wirkt das episch. Sehr, sehr nice. So, und dann müssen wir hier oben natürlich noch Licht. Wir haben hier das, den Schlafraum von uns am Stissel. Hier waren zum Glück noch ein paar Blöcke erhalten, von denen wir aus dann das Dach anfangen konnten. Also, glücklicherweise ist hier nicht alles full, completely, 100% abgebrannt. Das wäre echt schade gewesen. Sondern viel, aber noch nicht zu viel. Und jetzt werde ich hier diese obere Etage noch machen. Ich finde, hier unten sieht es schon ziemlich fancy aus. Fast wie ein richtiges Baumhaus. Ja, verrückt. Hier fehlt natürlich noch eine Türe. Da muss noch eine Tür rein. Wir haben diesen Klapptisch, damit wir mehr Platz haben hier in der Base. Und ja, aber der ist nicht abgebrannt. Der hat tatsächlich überlebt. Das ist immer noch der erste Tisch. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Was denn da passiert eigentlich, sag mal. Das fällt schon keinem auf. Alles klar. Ich glaube, der Dschungel ist wieder in seiner Former Beauty. Es gibt hier und da noch ein paar Kleinigkeiten, die man machen kann. Ich glaube, ich habe jetzt gerade keine einzigen Blöcke, außer hier die Wolle. Ich will ganz kurz hier hoch. Das ist auch noch gelb, das ist nicht so gut. Und hier ist auch noch zu wenig Licht. Da verstecke ich mal hier was. So, und hier, uiuiui, hier die Area ist ja ganz gefährdet. Und mit dieser einen Fackel alles gelöst. Ja, sehr gut. Ich glaube, der Dschungel ist wieder bei seiner Former Glory angekommen. Vielleicht nicht zu 100%. Ich glaube, ich packe hier einfach mal einen Teppich hin. Es fällt gar nicht auf. Und jetzt ist da nichts mehr spawnable. Wir haben, wo es geht, diese Büsche wieder restored. Wir haben die Bäume wieder hingemacht. Ich habe die Liane wieder hingemacht. Ich habe die beiden Bäume wieder hingebaut. Das Baumhaus steht auch wieder. Ich meine, wir sehen es von hier unten. Es sieht aus wie neu. Finde ich, sieht richtig gut aus. Wir haben natürlich den Weg, den es hier hatte, wieder erneut gebaut. Den kann man jetzt wieder hochlaufen. Der ist wieder komplett da. Das hier ist auch wieder komplett. Das sieht ein bisschen anders aus als früher, muss man natürlich sagen. Aber im Endeffekt ist es wieder hergestellt. Wir haben auch hier jetzt das Baumhaus. Ich hatte gerade noch die Türe mitgenommen. Die kann man da öffnen und dann kann man hier auch entspannt reingehen. Ich weiß nicht, ob das Baumhaus so aussah. Ich glaube, wir hatten beim letzten Mal weniger Platz oder so. Auf jeden Fall haben wir jetzt das Baumhaus wieder da. Wir haben hier schön einen Teppich. Keine Ahnung, ob wir früher einen Teppich hatten oder nicht. Wir haben Pepe Guy natürlich noch hier sitzen. Und wir haben natürlich auch hier unser kleines Schlafzimmer. Hier wollte ich auch noch eine Laterne hinstellen. Ja, und ja, das wollte ich euch nur gezeigt haben, dass wir jetzt damit soweit durch sind. Das Baumhaus ist wieder da. Ich finde, es sieht fantastisch aus. Und auch von hier unten sieht es super cool aus. Und es sah auch damals von unten hier schon super cool aus, dass wir hier so ein Baumhaus hatten. Also, blöd, dass hier ein Blitz eingeschlagen ist damals. Aber wir haben es wieder gefixt. Und ich glaube, wir haben sogar noch ein bisschen Zeit in der Folge. Die können wir dazu benutzen, um ein paar Kleinigkeiten zu machen. Mal gucken, was wir alles noch schaffen.
Aber mit der XP-Farm fangen wir jetzt nicht an noch in der Folge, weil das wird eine ganz eigene Folge. Die wird groß. Und jetzt können wir... nice Plattform. Liebe Grüße, J. Er ist J. Keine Ahnung. Ich baue mal was weiter. Unter anderem gibt es hier diese Insel von Sinus unter seiner Insel, die immer full mit Monstern ist. Die, ja, und das stört natürlich die Farmrate meiner Creeper-Farm. Und deswegen habe ich mir einfach mal gedacht, nehme ich mir ein paar Fackeln und leuchte die Insel von Sinus aus. Weil ich glaube, Sinus wird hier nicht mehr spielen. Und selbst wenn, wird es ihn nicht stören, wenn hier dieser kleine Flecken Erde plötzlich ausgeleuchtet ist. Deswegen machen wir hier mal alles. Machen wir mal alles hell. Ich habe extra ein paar Stacks Fackeln mitgenommen. Moin. Genau wegen dir machen wir es hell. Genau wegen dir. Und wegen dem anderen, der da auch gerade gekommen ist. Moin, was geht denn hier ab? Er ist ein bisschen am Dancen. Ich wusste gar nicht, dass Sinus hier Tiere hat. Sinus hat mehr als ich. Ich habe keine Tiere. Ich habe wirklich keine Tiere in der Staffel Craftsteak gehabt. Glaube ich. Also jedenfalls keine Kühe oder so. Oder habe ich? Ich glaube nicht. Naja. Jedenfalls werde ich jetzt hier alles... guck mal, da müssen wir gleich wieder was hinplacen. Werde ich jetzt hier alles ausleuchten. Und dafür sorgen, dass hier möglichst nichts mehr spawnen kann. Geil. So, wir haben das nächste zu tun. Und zwar das hier. Hier ist einfach gar nichts. Und das müssen wir ja langsam ändern. Dass das hier mal schön wird. Und dann machen wir das doch mal direkt. Ja, warum machen wir das nicht einfach mal? Wir haben ja... ich würde gerne eine Rose. Ah, ich habe heute eine Rose für dich. Das ist sehr gut. Zack. Dann haben wir hier nochmal schön ringeschönt. So. Der ist jetzt, glaube ich, hier oben. Hier soll er nicht sein. Dann machen wir den mal lieber hier. Ja, maybe hier. Und maybe hier. Dann haben wir hier halt drei Stück. So. Guck mal, dann haben wir auf beiden Seiten haben wir dann so ein bisschen mit Bambus noch am Start. Das hat gefehlt. Hier unten fehlt auch noch. Das geht natürlich gar nicht. Prime ist es nicht, sondern das hier. Aha. Ich meine, die Silk-Touch-Spitzhacke natürlich. Machen wir das hier mal voll. Und machen hier nochmal... Ich habe auch Rosenbüsche dabei. Placen wir den auch nochmal hin und den auch nochmal hin. Dann haben wir das hier auch nochmal noch schöner gemacht. So, ein bisschen nach da. Und können wir hier wieder landen. Und dann können wir hier wieder das Glas reinmachen. Aha! Das sieht doch schön aus. Und dann haben wir das auch gemacht. Dann können wir jetzt zum nächsten kleinen Punkt übergehen. So. Zack, jetzt habe ich alle grünen Teppiche, die hier drauf lagen, auch mal durch braune Teppiche ersetzt. Ich finde, das sieht viel besser aus. Das stört so ein bisschen weniger die Umgebung oder die... ja, es sieht jetzt nicht mehr so komisch aus. Es sind halt einfach nur braune Teppiche drauf. Das passt schon. Jetzt fehlen hier noch so ein paar Stützen. Die werde ich gleich auch noch reinzimmern. Und von der anderen Seite hier fehlt es ja mal komplett. Also da fehlen noch Balken, die ich nicht habe. Die muss ich mir jetzt noch holen. Und ansonsten fehlt auch noch ein bisschen... ja, und die Stützen zimmern wir auch noch schnell rein. Wir haben alle Schrägen drin. Die sind jetzt endlich drin und nicht nur das. Ich habe auch hier diese Gänge gemacht. Ich habe das hier schön gemacht. Ich habe es auf der anderen Seite schön gemacht. Ich habe es quasi überall schön gemacht. Habe alle Fackeln weggemacht, die hier in dem Raum noch standen. Also ich hoffe, hier sind keine mehr drin, wie beim letzten Mal die Blumen. Aber das müsste jetzt alles weg sein. Hier kann kein Mob spawnen. Ist komplett spawnproof und dieser Keller ist endlich fertig. Diese untere Etage hier, ich rede nicht von Balkon, sondern diese untere Etage ist actually zu 100% fertig. Alle Räume sind fertig. Der Raum ist fertig. Bis auf dieses obere, aber das gehört zum Balkon. Der Raum ist fertig. Hier ist alles fertig. Die Aufzüge sind fertig. Die Farmen sind alle fertig. Die Gänge sind fertig. Ich habe auch noch nachgepflanzt und so. Hier ist alles fertig. Da ist alles fertig. Also wir haben tatsächlich 100% von dem, was wir hier machen wollten, fertig. Wir haben hier alles fertig. Wir haben da alles schön. Wir haben hier alles fertig. Wir haben diese Farm komplett fertig. Und. Also wir haben tatsächlich auf dieser unteren Etage 100% von Craftec abgeschlossen. Wenn wir uns von unten nach oben arbeiten, dann können wir sagen, hier diese Keller, also die Etage hier noch weiter drunter, die auf der Bedrock-Ebene ist, die ist ja sowieso komplett fertig. Weil auf dieser Etage sind ja nur die Slime-Farm und so. Und die Slime-Farm ist ja schon seit einer ganzen... Hier ist irgendwo noch ein Zombie in der Wand. Die Slime-Farm ist ja schon seit einer ganzen Weile einfach komplett fertig. Die haben wir ja direkt mit zu Anfang gebaut. Die ist ja schon ewig fertig. Oh, Slime.
Ja, also die ist ja wirklich komplito fertig. Genau wie alles andere hier auch. Unser Tageslichtsensor und so Bums. Hier das Aquarium immer noch von ganz früher. Wir haben tatsächlich noch nicht alles fertig. Mir fällt gerade ein, beziehungsweise ich nehme das hier gerade auf, während ich streame. Und dem Chat ist gerade eingefallen, dass wir hier oben gern ein Schild dran gemacht haben. Bambusfarm, Creeperfarm und zum Kellerkeller. Hier haben wir kein Schild, hier haben wir kein Schild und hier haben wir kein Schild. Die Schilder mache ich noch, aber abgesehen davon sind wir dann aber tatsächlich fertig. Und der Beacon-Raum ist auch fertig. Hier unsere nächsten Baustelle, also die nächste Folge wird es auf jeden Fall dann hier um die XP-Station gehen und in den Raum unter uns. Und dann haben wir den kompletten Keller sogar zu 100% fertig. Dann ist das Einzige, was noch fehlt, oberirdisch. Aber wir haben jetzt noch ein bisschen Platz in der Folge und es gibt noch tatsächlich ein, zwei Sachen, die ich gerne machen würde. Von daher, let's go. Ui, ui, ui. Wir befinden uns gerade hier drin und wundert euch nicht über euer Inventar, das ja voller Diorite ist. Das kann ich erklären, ich schwör's. So, also wir fangen erstmal an. Wir hatten hier noch ein Problem und zwar das Problem war, boah, das ist auch schon voll. Holy moly, ey, die Bambusfarm, die geht ab wie Schmitz Katze, ne? Die haben die gerade erst gebaut und die ist completely full. Also hier noch nicht, aber das ist auch schon übelst viel. Also die Bambusfarm geht wirklich ab wie Hölle. Die Kaktusfarm macht mir ein bisschen Sorgen für die ganze XP-Farm-Geschichte, weil die ein bisschen langsam ist, muss man tatsächlich sagen. Aber die Bambusfarm und die Zuckerrohrfarm, die gehen beide ab. Ich habe gesagt, wenn eins dieser Farmen irgendwann mal zwei Lichter hat, dann werde ich noch während dieser Craft-Attack-Zeit hingehen und einen Überlaufschutz für dieses Bulk-Storage einbauen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es irgendwann machen muss, aber jetzt ist halt die Zeit gekommen, dass ich es machen muss. Deswegen habe ich es schon gemacht, zumindest zur Hälfte. Ich wollte das ursprünglich hier hinten einbauen. Ursprünglich wollte ich es hier einbauen. Das heißt, wenn Items hier weiterfließen, weil wenn das Ganze hier voll wäre, würde ich das irgendwann aufstauen bis hier oben und dann könnte ich einfach hier gucken, ist Gunpowder voll? Wenn ja, geht es einfach weiter, 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 weiter und kommt am Ende hier aus. Aber das habe ich nicht gemacht. Denn für den Fall, dass ich mal aus Versehen ein Item hier reinschmeiße, das ich noch brauche, was, ey, wir reden hier von mir, das passiert mir zu 100%, wollte ich nicht, dass alles zerstört wird. Dann habe ich hier hinten angefangen, Platz zu machen und gesagt, okay, dann baue ich hier eben noch 6 Itemfilter, die nur die Items rausfiltern, die er zerstören soll, also alle, die wir hier haben. Und dann ist mir aufgefallen, Moment mal, wir haben ja schon Itemfilter für Items, die hier haben. Kann ich nicht hier zwischen irgendwie abgreifen, welche Items zerstört werden sollen. Und natürlich, klar kann ich das. Deswegen habe ich es hier unten gemacht. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Hier die Seite ist schon die, die wir geupdatet haben. Ihr seht, hier ist so eine kleine Line an Hoppern. Die geht hier hin zu diesem Kaktus und da wird auch schon was zerstört. Auf der anderen Seite werden wir das nicht finden, weil ich es noch nicht gebaut habe. Und ich will euch ganz kurz das Prinzip dahinter erklären. Zuerst, also wenn hier ein Item reinkommt und die Items hier kommen ja nur mit Hopperspeed rein. Es ist nicht möglich, dass hier Items schneller reinkommen als mit Hopperspeed, weil ganz oben diese Line ist eine Hopperline. Es kommt auch nur von einer Richtung, also es kann nur Items in Hopperspeed reinkommen. So, wenn die hier durchkommt, dann wird es immer zuerst nach unten gesogen als in irgendeine andere Richtung. Was haben wir hier? Wir haben hier Sugarcane, ich nehme mal was mit. So, wenn ich jetzt hier 16 Sugarcane reinpacke, dann wird jedes Sugarcane nach unten gehen und kein, obwohl, okay, wir haben, also, das war jetzt nicht Hopperspeed, ich habe 32 auf einmal da reingeknallt, ne? Aber immer, wenn ich jetzt eins nach dem anderen hier reinknalle, dann wird das niemals hier nach rechts gehen, sondern immer nur zack, zack, zack. Ich weiß nicht, wie schnell Hopperspeed ist, um genau zu sein, aber dann wird das immer zuerst nach, wird das immer zuerst nach unten gehen und erst wenn das hier, also wenn dieser Hopper hier, komplett voll ist, dann wird es nach, nicht nach rechts, sondern nach links gehen, genau. Genauso haben wir das überall sonst gemacht, also nach demselben Prinzip funktionieren auch die Kisten, die füllen sich auch von unten nach oben. Genauso haben wir das überall gemacht und all diese Lines, die sich hier zusammenfügen, gehen dann in diesen Dropper und der Dropper kommt in den Kaktus und alles, was ich hier reinschmeiße, zum Beispiel hier 32 Diorite, ja, geht automatisch hier rein auf den Kaktus. Und wird für immer zerstört. Also hier haben wir im System selber noch eine kleine Overflow-Protection. Warum habe ich jetzt so viel Diorite-Inventar? Ich schwöre, ich kann es erklären. Wir hatten nämlich einen Fehler bei der Diorite-Farm. Und zwar habe ich hier pro, also alle diese 4 Hopper-Reihen hier führen alle in die 4 Dispenser, die ich unten habe, damit unten möglichst viel Diorite ankommt, damit wir möglichst viel Diorite zerstören. Ich denke mal, das kann jeder nachvollziehen. eine gute Sache.
Und das Problem daran war, dass dadurch, dass ich überall drei Hopper hatte, ich hatte für jeden dieser Tunnel, also hier hatte ich noch einen Hopper, der nach unten führte, hier, hier auch noch und da auch noch, dass diese Dispenser, die ich da unten hatte, beziehungsweise diese Dropper, nicht gleichmäßig befüllt waren. Also hier war actually alles drin und in den anderen Hoppern war gar nichts drin, was dafür gesorgt hat. Jetzt weiß ich nicht, was ich hier mitmachen soll. Schmeißen wir das einfach mal in die Farm rein. Ist ja. Ja, machen wir das einfach so, ist ja egal gerade. Was dafür gesorgt hat, dass hier ungleichmäßige Mengen drin waren. Ganz gleichmäßig kriegen wir es nicht mehr, aber ich habe das jetzt geändert. Und das heißt, wenn ich drüben in die Truhe noch was reinwerfe, das kommt dann hier an, dann wird das wieder hier diesen Itemaufzug hochgehen. Und ja, aua. Dann geht das hier hoch. Moment mal. Mhm. Ja, das Minecart fährt wieder los. Unser Item-Befüllungssystem funktioniert also noch. Verrückt, ich habe es eben noch getestet. Das Minecart fährt jetzt hier lang. Und das Minecart befüllt jetzt alle Hopper einigermaßen gleichzeitig. Also es gibt immer mal, die haben 6, der hat 6, der hat jetzt 9, der hat jetzt 8, der hat jetzt 8, dann hat der 11 und so. Also der wird immer ein bisschen bevorzugt sein, weil er einfach der Erste ist, der wo das Minecart ankommt. Aber alle anderen werden jetzt auch einigermaßen gleichmäßig befüllt. Also der Unterschied von 18 zu 16 ist deutlich geringer als 5000 zu 0. So, ja, das wollte ich euch noch zeigen. Das heißt, wir haben jetzt eine deutlich größere Diorite-Vernichtungsrate. Und ich baue jetzt noch auf der anderen Seite diesen Dinger zu Ende, dass wir eine Overflow-Protection im System haben. Das mache ich nochmal ganz kurz. Und ich finde, zur Feier des Tages... Oh, habe ich das da oben wieder zugemacht? Ich muss nochmal überprüfen, ob ich da oben zugemacht habe. Sonst habe ich Paranoia, was das TNT angeht. Weiß es leider gar nicht. Wir gucken mal ganz kurz nach... Bim, 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 bim. Oh, Fahrparty, yeah. Upp. Oh Gott, ich wäre fast runtergefallen. Habe ich es zugemacht? Nein, habe ich nicht. Oh, gutes Nacht. Ciao. So, jetzt aber zur Feier des Tages einfach nochmal ganz kurz die Diorite-Vernichtung angeworfen. Und dann freuen wir uns. Jetzt habe ich hier nur noch einen Block. Perfekt. Fällt nicht auf. Gut, dann können wir jetzt hier nochmal draufdrücken. Let's go. Ah, da landet schon viel mehr Diorite unten als sonst. Da liegen jetzt bestimmt, also liegt bestimmt jetzt ein Stack. Bam, weg damit. Sehr gut. Ja, gut, ich mache jetzt mal die andere Seite fertig. Perfekt, wir haben jetzt alles fertig. Wir haben die Schilder, Bulk Storage, Anti-Diorite. Überall haben wir die Schilder. Und wir haben jetzt hier... eine Überflow-Protection auf beiden Seiten. Ich zeige es euch auf der anderen Seite jetzt mal nicht, weil ich selber wird auf der anderen Seite gesehen haben. Ich zeige es, okay. Okay, hier geht auch eine Hopperline lang und die Hopperline für den Kaktus. Verrückt, jetzt habe ich es gezeigt. Und guck mal, das ist jetzt tatsächlich Sandstein. Ja, ansonsten sind wir, glaube ich, mit dem Keller dann tatsächlich hundertprozentig fertig. Das Einzige, was wir im Keller noch machen müssen, ist halt da den Raum... Und diese zwei Glasblöcke müssen wir durch irgendwas Intelligenteres umtauschen. Und die allerletzte Sache, die wir heute in der Folge noch machen, mache ich auch eben mit euch zusammen. Und dafür brauche ich Sand, also nur ein bisschen. Und dafür brauchen wir ein bisschen Sandstein, also auch nur ein bisschen. Und das ist nämlich eine Sache, die mir auch letztens aufgefallen... Ich glaube, wir brauchen keine Raketen dafür. Wo gehen wir dann da am besten raus? Ich glaube, wir gehen am besten hier raus. Ja, dann sind wir quasi durch. Dann sind wir quasi durch für die Folge heute. Also das letzte machen wir natürlich noch. Aber wir haben wieder viel geschafft. Wir haben den Dschungel komplett wiederhergestellt. Und da bin ich sehr froh drüber, dass der einfach wieder da ist. Wir haben sehr viele Kleinigkeiten gefixt. Wir haben den Bulk Storage noch was hinzugefügt. Wir haben den Diorite-Vernichter gefixt. Wir haben den Keller komplett fertig gebaut. Und wir werden jetzt auch gleich noch dieses Loch, was wir hier haben, denn hier ist noch ein Loch, werden wir stopfen. Und dann sind wir, glaube ich, hier war noch hier so ein kleiner... Wollt ihr vielleicht mal so einen kleinen Durchgang bauen? Oder so? Wieso kommt da... Ich weiß es nicht. Und hier haben wir theoretisch auch noch so einen kleinen Durchgang, durch den wir durch können. Aber den lasse ich auch. Einfach nur, um eine Möglichkeit zu haben, hier unten vernünftig reinzukommen. Ja, hier machen wir hingegen zu. So. Und dann legen wir noch Sand hier drauf, sodass es nicht auffällt, dass hier irgendwann mal was war. Perfekt. Und dann sind wir für die heutige Folge durch. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mir so eine außerplanmäßige Folge. Keine Folge, die wirklich auf dem Plan stand. Aber, ja, ich bin sehr froh, dass wir das erledigt haben, dass das Baumhaus wieder steht. Da bin ich sehr, sehr froh drüber. Ich finde, es sieht genauso gut aus wie vorher auch, wenn nicht sogar einen Ticken besser. Und, ja, als nächstes können wir uns darum kümmern, dass wir die XP-Station haben. Und dann haben wir tatsächlich auch alles im Keller
zu 100% fertig. Also nächste Folge wird der Keller fertig. Und dann müssen wir nur noch hier oben dran arbeiten. Hier noch ein bisschen und den Lufttempel. Und die goldene Pyramide und wir müssen noch ein paar Gänge machen. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Leute, vielen, vielen Dank für den langen Support auf CraftTech. Es nähert sich langsam dem Ende und CraftTech 8 steht in den Startlöchern. Und Klymtopia läuft ja auch schon. Also schaut da mal rein. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Mit Au. Übrigens Auerglas auf die Wunschliste setzen, ne? Kuss.